Jetzt begrüßen wir den Krisenmanager Thomas Schaurecker, der das Krisenmanagement der Regierung einer kritischen Betrachtung unterziehen wird. Das erste Mal Hallo. Gut auch nicht. Funktioniert das? Hören mich alle? Hallo Salzburg! Also ich möchte mal ein ganz großes Danke sagen zu der Musik, die da oben steht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was die für eine Stimmung reinbringen und für Energie, ganz toll. Und ich glaube, dass die Zeiten nicht nur schlecht sind, sondern wir haben auch gute Zeiten und das zeigen sie uns mit solchen Liedern. Vielen Dank dafür. Liebe Freunde, euch ist sicher aufgefallen, wie mit Menschen umgegangen wird, die es wagen, auf Missstände in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Da benötigt man als Redner schon einen guten Grund, um sich auf so eine Bühne zu stellen. Meinen Grund möchte ich euch verraten. Angst. Aber ihr braucht euch jetzt keine Sorgen machen, ich habe keine Angst um mich. Ich habe Angst um meine 13-jährige Tochter. Ich habe Angst, dass sie irgendwann nicht mehr öffentlich aussprechen kann, was sie sich denkt. Ich habe Angst, dass man ihr Grund- und Freiheitsrechte raubt. Und ich habe Angst, dass sie mich irgendwann einmal fragen wird, Papa, was hast du gegen diesen ganzen Wahnsinn unternommen? Und Leute, bitte entschuldigt meine Ausdrucksweise, sie passt eigentlich nicht zu mir. Ich habe eine verdammte Scheißangst, sagen zu müssen, gar nichts. Und genau deshalb bin ich heute hier. Ich bin der Thomas, 45 Jahre alt, verheiratet mit einer tollen Frau. Übrigens, Frau vor vielen Leuten gelobt, check. Und wie ihr mittlerweile wisst, stolzer Papa. Mein Geld verdiene ich als Unternehmer und bin eben in dem Bereich Krisen- und Risikomanagement tätig. Was ist das Ziel meines Vortrags? Ich möchte gemeinsam mit euch das Krisenmanagement unserer Regierung betrachten und bewerten. Zudem auch Lösungen sollen nicht zu kurz kommen, wir werden Forderungen an die Regierung stellen und was ganz wichtig ist, ich möchte meine Maßnahmen hinterfragen der Regierung. Aber ich will auch gewisse Dinge nicht. Mich an Verschwörungstheorien beteiligen oder solche in die Welt setzen. Da gibt es wahrlich genug. Jemanden von Maßnahmen abhalten, die euch Sicherheit vermitteln oder Leben retten können. Ich möchte euch nicht glauben machen, Covid wäre nichtig. Ich halte Corona durchaus für gefährlich, zumindest für gewisse Gruppen und vielleicht auch gefährlicher als in die meisten Grippearten. Was ich auch nicht will, ist, einzelne Parteien, Regierungen oder Personen zu diffamieren. Meine Kritik ist gesamtheitlich zu betrachten. Wer mit dem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich selbst. Also viele von euch werden wissen, was so ein Krisenmanagement ist oder beziehungsweise auslöst. Für Krisenmanagement, damit es einberufen wird, brauche ich eine Extremsituation, die zum Beispiel für Unternehmen existenzbedrohlich ist. Was viele von euch nicht wissen, es gibt eine Stufe davor, das nennt man das Notfallmanagement. Und ich werde euch mal erklären, wie so ein Notfallmanagement aufgebaut ist. Ich verspreche euch aber, das dauert noch ganz, ganz kurz. Also welche Aufgaben hat so ein Risikomanagement? Risiken werden identifiziert, beispielsweise einem Unternehmen. Es könnte jetzt sein, eine Bombendrohung oder irgendwelche Abhängigkeiten. Anschließend werden Risiken bewertet nach der Höhe der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Impact, also der Auswirkung. Multipliziert man die Eintrittswahrscheinlichkeit mit der Auswirkung, erhält man die Größe des Risikos. Und mit Maßnahmen, die geeignet sind, die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Auswirkung, im besten Fall sogar beides zu reduzieren, kann man das Risiko bekämpfen. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen theoretisch war, aber ich gehe jetzt auch gleich mal in die Praxis. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Einer meiner größten Wünsche erfüllt sich, der Dietematisch-Schütz, der ruft mir an, Red Bull-Chef, und sagt, lieber Tom, mach bitte bei mir mal Krisenmanagement. Und ich bin im Unternehmen und stelle fest, er hat eine Abhängigkeit von irgendeiner Zutat, die wirklich nur ein einzelnes Unternehmen produziert. Würde das Unternehmen abbrennen, also nicht mehr produzieren können, ja,
dann hat er auch ein Problem. Das heißt, wir haben auch in der Red Bull Company eine Krise. Bevor jetzt aber der Didi ausflippen wird und meine Frau dazu, weil ohne Red Bull bei uns zu Hause hätten wir einen Notfall, schauen wir uns Maßnahmen an. Und was wären denn geeignete Maßnahmen? Jetzt habe ich schon Probleme zum Sprechen. Ein höherer Lagerbestand zum Beispiel. Wenn ein Rohnotfall eintritt, der Aufkauf aller Restbestände. Der Didi wird vermutlich zwei Firmen kaufen, die genau die Dinge herstellen können. Und in einem Notfallhandbuch würden wir diese ganzen Maßnahmen festhalten. Und das wäre relativ leicht zum Abarbeiten. Und jetzt kommt der Grund, warum ich da jetzt ein bisschen mit Theorie gequält habe. Ich habe nämlich eine Frage. Warum gab es seitens der Regierungen kein Notfallmanagement und kein Notfallhandbuch für eine Pandemie, um eine Krise zu verhindern? Meine Frage ist, ist es vielleicht sogar grob fahrlässig, Handlungen in diese Richtungen zu verabsäumen? Und die Fakten sind eindeutig. Wir haben auf jeden Fall die Werkzeuge dazu, das zu bewerten. Wir haben eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit. Das ist durch zahllose Studien belegt. Virologen sprachen immer davon, dass sich nicht die Frage stellt, ob ein Virus oder Pandemie mehr eintritt, sondern wann. Und ich möchte euch übrigens auch dazu sagen, das hat nichts mit Corona zu tun. Auch eine spanische Grippe wäre zum Beispiel ein schlimmer Fall, der einmal eingetreten ist. Das heißt, das zeigt die Geschichte. Und das kommt gleich zum nächsten Schritt. Das heißt, wir haben ja die Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und in dem Fall bewerten wir den Impact, die Auswirkung. Auch die Auswirkung ist klar. Spanische Grippe, ein Drittel der Menschen sind dabei gestorben. Das heißt, wir hätten einen ganz aktiven Handlungsbedarf. Also wir haben jetzt eindeutig bewiesen, dass sich die Regierungen dieser Welt zwingend auf eine Pandemie hätten vorbereiten müssen, um Bürger zu schützen und eine Krise abzuwenden. Stellt sich die Frage, ob ein Notfallmanagement ausreichend gewesen wäre. Und zugegeben, kann ich euch nicht beantworten. Aber eines ist klar, man hätte Maßnahmen, die im Zuge einer Pandemie völlig logisch erscheinen, vorab auf die Verhältnismäßigkeit und Wirksamkeit prüfen können. Übrigens mit geringsten finanziellen Mitteln. Und da gehe ich jetzt wirklich ins Detail und ich kann euch versprechen, das wird auch für euch spannend. Laut einer Studie der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, kostet der Lockdown unserer Krankenhäuser in Europa 160.000 Menschen das Leben. Und jetzt kommt der Oberhammer, liebe Leute. Nur den Krebspatienten. Das ist aber nicht alles. Man hätte auch feststellen können, dass eine Krise damals zwischen 2008 und 2010, also diese Wirtschaftskrise, man läuft die Nase, unglaublichen 500.000 Menschen das Leben gerettet hat. Und jetzt habe ich wirklich eine Frage in diese Runde. Hättet ihr als Politiker eine Maßnahme getroffen, die getroffen worden sind, die genau diesen Schaden anstellen? Aber auch weitere Studien hätten geholfen. Wir haben halt das Thema Schutzmasken gehabt. Mann, du bist nett, danke schön. Danke, mach's gut. Also wir haben halt das Thema Schutzmasken gehabt. Wäre es ein Problem gewesen, die Wirksamkeit von Schutzmasken im Vorfeld einmal festzustellen, hätte man vielleicht sogar was erfinden können, was nicht unsere Kinder oder von unseren Kindern die Gesundheit bedroht oder uns selbst die Gesundheit bedroht. Und für mich persönlich ganz wichtig, eine Verletzung von Grund- und Freiheitsrechten, die wäre ausgeschlossen gewesen. Warum? Man hätte die Maßnahmen vorher einfach rechtlich prüfen können. Was, glaube ich, auch sehr unterschätzt wird, mich hätte interessiert, was es für Menschen psychisch bedeutet, in ihren Lebensräumen auf das nackte Überleben reduziert zu werden. Also, liebe Freunde, es wurden Krisenherde geschaffen, um eine damals unbekannt große Krise abzuwenden. Und glaubt's mir, das ist völlig absurd. Stellt euch einmal vor, um einen Vergleich zu schaffen, ich würde als Risikomanager in ein Unternehmen reingehen. Und dann stelle ich fest, okay, du hast eine Riesengefahr, Bombendrohung. Und dann gehe ich zu dem Geschäftsführer und sage, hey, du hast eine Bombendrohung, die Gefahr könnte bei dir sein, weißt du, was wir machen? Ich habe eine super Maßnahme. Wir jagen deine ganze Bude in die Luft. Was glaubst du, was dann passieren wird? Leute, was wird da passieren? Der Geschäftsführer würde mich schnappen und hochkant aus dem Fenster rausschmeißen. Und das zu Recht. An der Stelle sollten sich vielleicht einmal das Dienstverhältnis unserer Regierung überdenken.
Also mein Vertrauen ist jedenfalls erschüttert. Denn vermutlich hätte man mit dem einfachen Notfallmanagement eine globale Krise im Ansatz bekämpfen können. Und vielleicht ist jetzt auch klar, liebe Leute, warum man im Fernsehen die ganze Zeit Virologen sieht, ja, die gebetsmühlenartig was abrattern, was letztendlich in 14 Tagen sowieso schon wieder überholt ist. Wenn ich im Fernseher anmache, ich sehe nur Politiker, die über die Schäden sprechen, die sie selbst angestellt haben. Aber wisst ihr, wem ich im Fernsehen noch nie gesehen habe? Wem habe ich im Fernsehen noch nie gesehen? Einen Krisenmanager. Ein Schelm, der Böses denkt. Aber jetzt vielleicht nochmal zur groben Fahrlässigkeit. Wenn ein Unternehmer Mitarbeiter gefährdet, weil es unterlässt, gegen Gefahren geeignete Maßnahmen zu ergreifen, der darf sich im Schadensfall nicht wundern, wenn er sich vom Strafgericht wiederfindet. Warum gilt es eigentlich nur für Unternehmer und nicht auch für Politiker? Aber okay, der ein oder andere, der mag sich jetzt denken, im Nachhinein ist man immer schlauer. Passt, ist für mich okay. Aber ich lade euch jetzt einmal ein, mit mir Risikomanagement zu begleiten und euch einmal anzuschauen, wie sowas funktioniert. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben einen riesen, schlimmen, großen Fall. Die Corona nehme ich gar nicht, weil, sagen wir, das ist irgendwas anderes. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid im Krisenstab drinnen. Ja, und ich bin der Krisenmanager. Was wird man jetzt tun? Kaffee trinken? Sicherlich nicht. Einer der wichtigsten Elemente im Krisenmanagement ist Zeit. Und die dürfen wir nicht verlieren. Das ist eigentlich das wichtigste Gut. Und dann müssen wir eines machen. Und ihr müsst euch jetzt wirklich vorstellen, ihr seid in einem Krisenstab. Es geht vielleicht um das Leben von vielen Menschen. Leben, die ihr auf der einen Seite retten müsst, die auf der anderen Seite sterben müssen. Wisst ihr, was da das Wichtigste ist? Und das ist doch total logisch. Und das ist meiner Meinung nach das auch, was der Politik fehlt. Informationen. Und ich habe mir einfach mal, um Zeit zu sparen, ich hätte es wirklich gern mit euch gemeinsam erarbeitet, aber um Zeit zu sparen, habe ich einfach hingesetzt und da mal wieder zurückgehen auf Corona überlegt, wenn ich da im Krisenmanagement drinnen sitze, Krisenmanager bin, welche Informationen würde ich brauchen? Und die liegen eigentlich auf der Hand. Wie viele Infizierte erkranken an Corona bzw. haben überhaupt Symptome? Wie viele Menschen mit Symptomen müssen im Krankenhaus behandelt werden? Wie viele Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, müssen auf eine Intensivstation? Wie viele Erkrankte, und das ist für mich ausschlaggebend, sterben ausschließlich an Corona? Aber bitte jetzt nicht an irgendwie einer Lungenkrankheit oder sonstigen Dingen, sondern rein ausschließlich an Corona. Ich brauche die Zahl, ich kann doch sonst keine Entscheidungen treffen. Mich würde auch interessieren, wie viele überlebende Erkrankte haben Folgeschäden und welche. Wie viele Betten auf Intensivstationen werden aktuell belegt und wie viele sind noch frei? Und vielleicht noch, wie erkennen wir rechtzeitig, ob der Virus mutiert oder sich verändert? Und liebe Leute, ich habe jetzt eine Frage an euch. Nochmal, ihr seid im Krisenstab, ihr müsst Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Ist jemand von euch dabei, bitte um Handzeichen, der sagt, diese Informationen wären nicht wichtig? Niemand. Also Leute, Hand aufs Herz. Wer uns als Corona-Leugner bezeichnet, der hat schlichtweg einen Fogen. Weil wenn diese Kennzahlen ein eindeutiges Bild ergeben und wirklich den Teufel an die Mann ballen und da Millionen Tote da sind, wer von euch, und bitte wieder um Handzeichen, würde Maßnahmen, auch wenn sie noch so extrem sind, nicht mittragen? Niemand. Also das beweist genau das, was ich gesagt habe. Da sind keine Covid-Idioten da. Da sind vernünftige Menschen da, die einfach nicht mehr diesen Weg gehen wollen. Also, uns werden praktisch Informationen vorenthalten, so als wären wir unmündige Kinder. Und sich dazu ja verwehren, das ist nicht nur legitim, sondern unsere Bürgerpflicht. Also ist es wirklich kein Wunder, wenn Verschwörungstheorien wie Pilze aus dem Boden wachsen. Ohne Antwort auf diese Fragen wird es schwer, geeignete Maßnahmen zu definieren. Meine persönliche Meinung ist, dass genau hier der Fehler begraben liegt. Man hat verabsäumt, verifizierte Informationen als Grundlage für Maßnahmen zu verwenden und sich ausschließlich auf die Infektionszahlen verlassen. Diese können aber nur einen Grundriss der Situation abbilden,
Niemals jedoch als Gesamtbild. Und das sage ich euch als wirklich Krisenmanager. Das würde ich nie so leben und nie so machen. Niemals jedoch ein Gesamtbild, das geeignet erscheint, um schwerwiegendste Maßnahmen wie Beispiele einen Lockdown zu rechtfertigen. Es ist kein Wunder, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, diese Maßnahmen zu tragen, rapide schwindet. Sonst wären wir heute nicht so viele Leute. Aber Leute, das Ganze ist nicht mehr lustig. Weil wir können nämlich nur hoffen, dass sich der Frust und die Wut, hervorgerufen durch Verzweiflung und Hilflosigkeit, nicht in einem Akt der Gewalt entlädt. Also wenn ich das Krisenmanagement der Regierungen bewerten muss, dann muss ich zwangsweise feststellen, dass es als solches, also zumindest im klassischen Sinn und bewährten Stil, überhaupt nicht gibt. Oder wir wissen einfach nichts davon. Aber ich muss jetzt auch eins dazu sagen, es ist jetzt einmal Zeit, dass wir uns an die Nase fassen. Denn, liebe Freunde, der Preis der Freiheit ist die Verantwortung. Und nur einer unfähigen Politik die Schuld in die Schuhe zu schieben, das ist viel zu wenig. Wir haben bis jetzt zugelassen, dass Menschen aus unserer Mitte, die den Mut hatten aufzustehen und die Wahrheit zu sagen, denunziert worden sind, ja sogar mit Berufsverbot bestraft worden ist. Und niemand von uns hat irgendwas gemacht. Angriffe auf unsere Grund- und Freiheitsrechte wurden klaglos respektiert. Richtig! Wir opferten am Altar der Angst soziale Praktiken wie Treffen mit Freunden, Umarmungen, religiöse Riten, Leute und sogar Hochzeiten sind verschoben worden. Viele von uns mussten zusehen, wie ihre berufliche und finanzielle Existenz in beispielloser Überheblichkeit unter dem Vorwand falscher Versprechungen mit einem Fingerschnippen vernichtet wurden. Leute, und da stehen Schicksale dahinter. Mütter, die sich was aufgebaut haben mit Kindern zu Hause, wie sollen die weitermachen? Sterbende durften sich nicht mehr von ihren Liebsten verabschieden. Einsame mussten alleine verweilen. Ja, selbst vor unseren Kindern gab es kein Halten mehr. Wir haben zugelassen, dass die Angst Werkzeug der Politik wurde und unser Lenkrad. Wir haben uns spalten lassen. Ich wollte eigentlich mal schreiben, es gibt nur zwei Typen von Menschen. Verschwörungstheoretiker auf der einen Seite und die Schlafschafe auf der anderen, aber das ist eigentlich falsch, weil es gibt auch noch die Politiker. Was für mich am entsetzlichsten ist, ihr habt den Eindruck, wir sind in einer Demokratie eingeschlafen, in einer dystopischen, jetzt fehlt mir der Ding, Diktatur aufgewacht. Also ich wiederhole es nochmal, wir sind in einer Demokratie eingeschlafen und in einer dystopischen Diktatur aufgewacht. Bravo! Und ich habe euch am Anfang ein paar Lösungen versprochen. Und auch da habe ich aufgrund der kurzen Redezeit probiert vorzugreifen. Ich hoffe, ihr folgt mir dabei. Ich habe folgende Forderungen an die Politik. Macht endlich Schluss mit einer Politik der Angst. Wir respektieren nur noch Daten und Fakten. Aber dann, liebe Leute, tragen wir es auch. Wenn wir dann Maßnahmen treffen müssen, die verhältnismäßig sind, dann tragen wir sie mit. Bravo. Hört sofort auf, durch neue Gesetze unsere Grundrechte und Freiheiten zu beschränken. Wir verlangen eine sofortige Beantwortung der vorabgestellten Fragen, weil ehrlich, ihr alle habt es gesagt, diese Fragen sind wichtig. Um Handzeichen, kennt jemand von uns diese Fragen? Niemand. Aber wir sind die Verschwörungstheoretiker. Perfekt. Ein Nein für scheinbar unverhältnismäßige Maßnahmen, die nur mit steigenden Infektionszahlen begründet werden. Hört auf, Andersdenkende zu diffamieren und zu bestrafen. Wir brauchen einen gemeinsamen Tisch und Zusammenhalt. Liebe Leute, wir wollen ein transparentes, professionelles Krisenmanagement mit ausgebildeten und erfahrenen Krisenmanagern. Weil ich meine, wir schimpfen zwar über die Politiker, aber ich sage euch eins, die sind oft gar nicht so schlecht. Ich kenne etliche, die geben wirklich alles, was sie geben können. Die sind mir völlig überfordert, aber die machen auch einen Beruf, den sie gar nicht haben. Sie sind keine Krisenmanager. Und wisst ihr, was ich auch haben möchte? Ich möchte einfach Transparenz. Wenn die eine Sitzung haben, ich möchte eine Schaltung da rein, ich möchte eine Live-Schaltung, ich möchte wissen, was die da drinnen reden und was die tun. Und wisst ihr, was ich noch will? Wir haben ein Recht übrigens auch darauf. Last but not least,
Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein, dazu transparent, nachvollziehbar und gerecht, weil gerecht sind die schon lange nicht mehr. Liebe Leute, ich bedanke mich für eure Zeit. Ich hoffe, wir treffen uns bei solchen Veranstaltungen oft wieder. Geben wir Gas, lassen wir uns das nicht gefallen. Und ich wünsche euch nur einen schönen Tag heute.